Hallo, ich grüße euch alle. Denkt heute alle mal an Günther. Dieses Video widme ich meinem Bruder Horst Günther. Heute am 22. Februar hat er Geburtstag gehabt. Für mich hat er immer noch Geburtstag. Ich denke jedes Tag an ihn, aber den Geburtstag, den tue ich immer in stillem Gedenken an ihn denken dran. Eben gerade haben wir ihn gesagt, das Bild gesehen, Günther mit so einer Mütze und angeklebte Rasterlocken. Typisch, aber immer eine Zigarette in der Hand. Er hat einen speziellen Humor gehabt. Deswegen haben wir ihn so geliebt. Und ob das der Uwe, auch mein geliebter Bruder, oder eben der Günther. Viele Dinge wisst ihr ja. Günther hat sehr gerne LKW gefahren. Raupen, Bagger, alles, das waren seine Lieblingssachen. Er hat auch gerne Autos gehabt, besonders Mercedes-8. Dann den Ford P7. Und natürlich die Audi 100 Typ 44. Gegessen hat er sehr gerne. Das erste Mal kamen wir auch in Berührung mit Pommes frites. Das hat er das erste Mal gekauft. Das war noch in Ruhrgebiet. Da war ich noch ziemlich klein. Ich glaube 7 Jahre. Da haben wir das erste Mal Pommes frites gegessen. Aber die Zeit, wo ich mich ganz gerne erinnert, wo wir noch mal Dreharbeiten in Belgien hatten und Vögel beobachten haben, da kamen wir uns noch mal sehr, sehr nah und konnten darüber reden. Ein richtiges Brüdergespräch nach der Aufnahmen und das hat mir sehr gut getan. Auch wo wir den Umzug gemacht haben, 1971 von Ruhrgebiet nach dem Westerwald, hat der Uwe noch ein halbes Jahr mit dem Günther den Umzug gemacht. Die haben ein halbes Jahr noch in Ruhrgebiet gelebt. Die hatten ja sehr viel zusammen gemacht, der Uwe und der Günther, hatten auch gemeinsame Autos gehabt. Und wie gesagt, seine Hobbys waren sehr gerne rauchen, Kaffee trinken. Und auch Spaß an Leben haben. Und der Spaß kam wieder auf nach einer gewissen tiefen Lage von Günther, wo er etwas deprimiert war. Ich will das nicht reden, warum. Aber dann Dankeschön für Italien. Er hat sich dann in Italien verliebt. Und er fehlt mir echt, das merke ich das immer wieder. Aber irgendwann sind wir zusammen und wichtig, denkt es alle mal an Günther oder so weiter. Ich denke auf jeden Fall an Günther. Ihr, die Fans von Günther, Freunde, ich. Familie und auch der Uwe, denken Sie es mal an diesen Tag an Günther. Ich denke jeden Tag natürlich an Günther, aber dieses ist ein ganz besonderer, der Geburtstag. Ich sage ciao, ciao und gedenke auch an Günther.